Ein Mythos ist nicht unbedingt die Wahrheit, aber er kann zur Wahrheit führen, wenn wir ihn hinterfragen. Und damit herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode behandeln wir 10 verschiedene Sportmythen und klären, was dahinter steckt. Ja, ein Mythos ist nicht unbedingt wahr. Und ein Mythos führt aber auch manchmal dazu, dass er zu einem Glaubenssatz wird. Und dieser Glaubenssatz kann dann auch wiederum dazu führen, dass wir bestimmte Angebote nicht wahrnehmen und realisieren. Beispielsweise auch Sportangebote, weil wir vielleicht Angst haben, zu muskulöse Männerbeine zu bekommen oder auch befürchten, dass die Schlafqualität darunter leidet. Und mein Team und ich, wir haben uns einfach mal hingesetzt und haben so die 10 gängigsten Sportmythen, die uns so eingefallen sind, zusammengetragen und klären jetzt heute mal ab, was steckt hinter den Mythen, was ist wahr, wo ist vielleicht auch ein Funken Wahrheit dran oder was ist absoluter Nonsens und kann dementsprechend verworfen werden. Wir legen los mit Sportmythos Nummer 1 und das ist, Dehnen vor dem Training schützt vor Verletzungen. Der ein oder andere Kreisliga-Fußballer, der kennt das vielleicht, man läuft sich ein bisschen warm hin und her und dann wird erstmal so ein Dehnungskreis gebildet und dann wird richtig intensiv die Muskulatur gedehnt. Es muss natürlich auch so gedehnt werden, dass man das auch richtig dolle spürt und dann ist Anpfiff, dann geht es los und dann wird der erste Sprint angesetzt und ja, man denkt, man schützt sich vor Verletzungen. Doch tatsächlich haben Studien einfach auch festgestellt, dass insbesondere eine Dehnung vor so maximal Kraftaktion. Also wer jetzt zum Beispiel sprinten würde, unmittelbar nachdem er sich gedehnt hat, der hat eine verminderte Leistungsfähigkeit. Und auch eine Reduktion des Verletzungsrisikos wurde bisher in Studien nicht belegt. Das, was deutlich effektiver ist, um Verletzungen vorzubeugen, ist eben das klassische Warmmachen. Beispielsweise mit einfachen Joggingübungen, Lauf-ABC oder auch so leichte Lockerungsübungen wie so Jumping Jacks, Hampelmänner. Wichtig ist, dass das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht wird, dass der Körper auch aktiviert ist, nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass wir uns auf die sportliche Gegebenheit einstellen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass Dehnen schlecht ist vor dem Sport. Es kann halt, wenn ich so Maximalkraftaktionen habe, wie einen schnellen Sprint, also wenn ich jetzt wirklich auf Sprintzeiten laufe, dann sollte ich jetzt nicht unmittelbar vor dem Sprint dehnen. Das wäre jetzt zu sportwissenschaftlich, wenn ich jetzt erklären würde und irgendwas von Aktin- und Myosin-Filamenten erzählen würde, da würde die Hälfte von euch abschalten. Hier geht es ja um die Praxis und das heißt, wenn ihr jetzt so Maximalkraft habt, also zum Beispiel eine Kniebeuge mit schwerem Gewicht machen wollt oder eben einen Sprint ansetzen wollt oder einen Hochsprung machen möchtet, dann wäre zum Beispiel die Dehnung der Oberschenkelmuskulatur eher kontraproduktiv. Es schadet nicht, wie jetzt bei so Aktionen wie jetzt dem Fußballspiel, wo es jetzt nicht in der ersten Sekunde auf den ersten Sprint drauf ankommt, also wer jetzt Kreisliga-Fußballer ist und sich warm macht und danach dehnt, das ist nicht schlimm, aber es ist halt dieser Glaubenssatz, dass Dehnung vor dem Sport vor Verletzung schützt, das konnte so in Studien tatsächlich noch nicht bewiesen werden. Na, wichtig ist eher die Aktivierung des Körpers, die vor entsprechenden Verletzungen schützt. Sportmythos Nummer 2. Fett wird an den Stellen verbrannt, wo man trainiert. Das ist, glaube ich, ein Sportmythos, der sich auch so ein bisschen durch das Marketing von gewieften Fitnessherstellern etabliert hat. Da gibt es so Bauchweggürtel, die dann das Bauchfett durchrütteln oder durch Stromimpulse dazu führen, Elektromuskelstimulanz nennt man das, dass eben die Bauchmuskulatur zum Beispiel angespannt wird und dass dann dadurch das Fett am Bauch verbrannt wird. Aber das ist Humbug. Also wenn wir Fett verbrennen und Fett verlieren, dann verlieren wir das nicht an einer bestimmten Körperstelle, sondern dann reduziert sich das gesamte Körperfett bei unserem Körper. Und je nach genetischer Veranlagung, bei dem einen vielleicht ein bisschen schneller an der Brust, bei dem anderen ein bisschen schneller am Gesäß, beim nächsten wieder ein bisschen schneller am Bauch, aber das können wir schlecht beeinflussen. Aber wer eben Bauchfett reduzieren möchte, der kann nicht nur Bauchfett reduzieren, sondern der muss insgesamt sein Körperfett reduzieren. Und dann hilft es eben nicht, wenn ich Sit-Ups mache oder irgendwie Elektromuskelstimulanz bloß an bestimmten Stellen. Das ist sogar eher kontraproduktiv. Also wer einen schlanken Bauch möchte, wir müssen uns das so vorstellen, ganz unten ist die Bauchmuskulatur und darüber liegt das Bauchfett. Und wenn ich jetzt das
die Muskulatur des Bauches trainiere, dann werden die Muskeln ja stärker, kräftiger. Und das Bauchfett reduziert sich aber dadurch noch nicht automatisch. Wenn ich trotzdem eine schlechte Ernährung habe und aber meine Bauchmuskulatur trainiere und aber sonst keine Lebensumstellungen mache, dann werden die Muskeln kräftiger und schieben sozusagen das Bauchfett, was darüber liegt, noch weiter raus. Es kann also passieren, dass ich noch dicker werde, indem ich gezielt nur Sit-ups mache. Das, was tatsächlich eben Fett verbrennt, ist eine Kombination aus Krafttraining, vielleicht auch gepaart mit Cardiotraining, also Ausdauertraining und eben der Umstellung der Ernährung. Also diese Dreierkombination Ernährung und Training kombiniert aus Krafttraining und Ausdauertraining ist so die ideale Lösung, um insgesamt Körperfett zu reduzieren. Und das kann ich aber nicht nur gezielt an einer Körperstelle machen, sondern das passiert dann überall. Und da muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen. Also wer einen schlanken Bauch möchte, der muss auch vielleicht damit rechnen, dass die Gesäßmuskulatur ein bisschen zarter wird oder das Gesäß zarter wird und ich dann vielleicht auch gezielt das Gesäßmuskeltraining machen möchte, wenn ich eben die Rundung am Gesäß beibehalten möchte. Ne? Und da müssen wir halt immer so ein bisschen reduzieren zwischen Muskelaufbau und Fettreduktion. Ich kann keine gezielte Fettreduktion an bestimmten Stellen machen. Ich kann auch Fett nicht automatisch in Muskeln umwandeln. Das geht nicht. Ich kann gezielt Muskelgruppen trainieren. Dann werden die Muskeln an den entsprechenden Stellen kräftiger, mehr. Aber ich kann nicht gezielte Fettreduktion machen. Das funktioniert leider nicht. Sportmythos Nummer 3. Frauen bekommen durch Krafttraining männliche Muskeln. Ne? Also ich habe viele Jahre lang im Fitness- und Gesundheitsbereich gearbeitet, wo ich Trainingspläne zum Beispiel auch zur Körperfettreduktion geschrieben habe, wo auch Krafttraining an bestimmten Stellen mit dabei waren, wo ich insbesondere auch größere Muskelgruppen angesprochen habe, große Rückenmuskeln, Gesäßmuskeln, Oberschenkelmuskeln oder auch die Armmuskeln. Und dann habe ich immer wieder auch von den Frauen als Feedback bekommen: Ah nee, Arme möchte ich nicht trainieren, weil ich will ja nicht so muskulöse Männeroberarme haben. Oder Oberschenkel möchte ich auch nicht trainieren, weil ich möchte ja nicht solche Sprinterbeine bekommen. Und insbesondere eben, jetzt geht der Appell raus an die Frauen, liebe Frauen, man muss sehr, sehr viel tun, um männliche Muskeln zu bekommen. Also manche Männer, die beschäftigen sich nicht mit dem Problem, dass sie vielleicht zu männlich wirken könnten, sondern die quälen sich eher ab und würden gerne männlichere Muskeln haben. Das, was entscheidend ist, ist zum Beispiel eben das Testosteron, was wir im Körper haben. Das fehlt den Frauen zumindest in größeren Mengen. Ja? Also auch Frauen haben Testosteron, aber häufig ist der Wert sehr gering und wir brauchen halt einen hohen Testosteronwert, um eben auch Muskeln schnell und männlich aufbauen zu können. Und dementsprechend, dass ich jetzt nach einmal Kniebeuge machen oder einmal Arme trainieren schon direkt aussehe wie der nächste Hulk, da kann ich vorher warnen, also kann ich entspannen dahingehend, weil das Krafttraining führt bei Frauen eher dazu, dass man definierter aussieht, dass man athletischer aussieht, dass man ja einfach straffere Körperregion bekommt, aber eben nicht muskulöse Männermuskeln. Da muss schon einiges passieren. Also da muss viel supplementiert werden und vielleicht auch Testosteron zugeführt werden, um wirklich auszusehen wie der nächste Hulk als Frau. Von daher, Krafttraining bei Frauen ist sehr gut, insbesondere auch um die Knochendichte aufzubauen. Frauen haben ein höheres Risiko im Alter an Osteoporose zu erkranken. Und da hilft ihnen auch gezieltes Krafttraining, um der Osteoporose vorzubeugen. Sportmythos Nummer 4. Morgens auf nüchternen Magen trainieren verbrennt mehr Fett. Und da muss man sagen, das ist ein Mythos, der stimmt so bedingt. Man muss aber eben auch da bedenken, was ist mein Ziel? Möchte ich wirklich jetzt Körperfett reduzieren und mache ein moderates Ausdauertraining auf nüchternen Magen, dann haben Studien belegt, dass die Fettverbrennung minimal besser ist, als wenn ich vorher noch was esse. Es führt aber auch automatisch dazu, dass ich nicht so leistungsfähig bin. Möchte ich also eher für den nächsten Marathon oder Halbmarathon meine Ausdauerfähigkeit trainieren oder auch möchte ich Muskeln aufbauen, dann ist Training auf nüchternen Magen eher kontraproduktiv, weil ich nicht so leistungsfähig bin. Und möchte ich gezielt eben wirklich Fett verbrennen, ist ein Training, sei es ein moderates Ausdauertraining oder ein moderates Krafttraining, ist es minimal förderlich und wirklich auch minimal, aber wir reden, es kommt letzten Endes immer auf die Gesamtbilanz an. Wenn ich auf nüchternen Magen trainiere und mir danach aber ein reichhaltiges Frühstück reinballere, dann ist mein Gesamtumsatz trotzdem wieder nicht im Gleichgewicht. So, also man sollte auch dann nicht aufgrund von Unterzuckerung zum Beispiel in ein ja,
in ein Fresswahn danach kommen, dann ist dieser ganze Effekt zunichte. Und wirklich, wenn ich nur das Ziel habe, Fett zu verbrennen, auf nüchternen Magen dann ein moderates Training zu machen, das kann auch nicht jeder, muss man auch schauen, ob der Stoffwechsel im Kreislauf das mitmacht. Ich zum Beispiel bin ein Mensch, der von Kleinkind an schon immer nie frühstücken brauchte. Also ich habe lieber eher angefangen mit Mittag und habe dann eher ein reichhaltiges Abendessen gegessen. Frühstück war mir schon als kleines Kind nie wichtig. Und so habe ich meinen Körper tatsächlich auch trainiert, mit wenig bis nichts am frühen Morgen zurechtzukommen. Und so kann ich tatsächlich auch joggen, ohne dass ich jetzt irgendwelche Kreislaufschwierigkeiten bekomme. Viele können das aber nicht. Und wenn ich eben das Ziel habe, Fett zu verbrennen, dann nutze ich diesen Mythos auch, wohlwissend, dass dann eben meine Leistungsfähigkeit bei Weitem nicht so gut ist. Ich verfolge das beispielsweise auf der Pulsuhr. Ich merke, dass ich schneller hochpulsiger bin. Da muss ich also auch wieder aufpassen, dass ich nicht aus der eigentlichen Fettverbrennung herauskomme. Also ein leichtes, moderates Training auf nüchternen Magen kann unterstützen, um eben die Fettverbrennung ein bisschen anzutreiben. Aber das sind keine Quantensprünge, die man dadurch rausholt. Also von daher, dieser Mythos ist teilweise richtig, aber man muss eben schauen, was ist mein tatsächliches Ziel und auch danach darauf achten, dass ich eben nicht anfange, wieder alles sinnlos um mich reinzustopfen, weil ich vielleicht unterzuckert bin und einen Ausgleich schaffen muss. Sportmythos Nummer 5. Cardio-Training ist der beste Weg, um Gewicht zu verlieren. Ja, also auch da sollte man natürlich erstmal schauen, in welcher Art und Weise betreibe ich Cardio-Training. Wenn ich sehr hochpulsig anaeroben Bereich trainiere, dann wird meine Fettverbrennung blockiert. Wenn ich eher moderat, sanftes Ausdauertraining mache, dann wird meine Fettverbrennung auch durchaus etwas angekurbelt. Ich bin immer ein großer Freund, auch hier wieder aus dieser Dreierkombination, wenn ich Fett verbrennen und Gewicht verlieren möchte, ist ganz, ganz entscheidend, was ich esse. Und an zweiter Stelle kommt dann erst das Training und das Training sollte eher eine Mischung sein aus Muskelaufbautraining und Ausdauertraining. Mache ich nur Ausdauertraining ohne Muskelaufbautraining, dann verbrenne ich halt nur dann Kalorien, wenn ich mich bewege. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass ich vielleicht auch Gewicht abnehme, dass das Fett reduziert wird, aber dann hängt halt alles so. Und das ist ja auch meistens nicht der Wunsch, den diejenigen haben, die Gewicht, also wir wollen ja häufig gar kein Gewicht verlieren, sondern wir wollen unsere Körperform verändern. Und die Körperform verändert sich, indem ich Muskeln aufbaue und gleichzeitig Fett reduziere. So, und dann wird der Körper einfach geformt. Und das ist eher das, die richtige Begrifflichkeit als Gewicht zu verlieren. Es hängt häufig gar nicht an den Kilos, die auf der Waage stehen, sondern es hängt an dem Spiegelbild, was mir gegenübersteht. Und da ist meine Empfehlung eher ein Krafttraining kombiniert mit Cardiotraining, denn wenn ich Muskeln aufbaue, erhöht sich automatisch mein Grundumsatz, auch wenn ich nichts mache. Also ein 80 Kilo Mann, der untrainiert ist, mit wenig Muskeln, verbrennt weniger Kalorien über den Tag gesehen, innerhalb von 24 Stunden, also auch wenn er schläft, im Vergleich zu einem 80-Kilo-Mann, der durchtrainiert ist, der verbrennt mehr Kalorien. Und deshalb ist es auch sinnvoll, Muskeln aufzubauen, weil ich selbst im Schlaf dann sozusagen mehr Kalorien verbrenne, als wenn ich keine Muskeln hätte. Und deshalb ist so diese Dreierkombination aus Krafttraining, Ausdauertraining und Ernährung, insbesondere Ernährung, ganz, ganz wichtig. Wenn ich es schätzen müsste, würde ich sagen, 60-70% sind Ernährung die entscheidenden Komponenten und nur so 30-40% die das Training ausmachen. So, also legt eher den Fokus auf die Ernährung als auf das eigentliche Training und macht beim Training eher eine Kombination aus Cardiotraining und Krafttraining, statt einfach nur stundenlang auf dem Stepper zu stehen. Sportmythos Nummer 6. Je mehr man schwitzt, desto mehr Fett verbrennt man. Da muss ich sagen, Schwitzen alleine hat überhaupt gar keine Aussagekraft. Es gibt Menschen, die sind ultrasportlich und die schwitzen wahnsinnig viel. Es gibt Menschen, die sind unsportlich und schwitzen wahnsinnig viel. Es gibt sportliche Menschen, die schwitzen gar nicht. Es gibt unsportliche Menschen, die schwitzen gar nicht. Also alleine schon die genetische Veranlagung, wie viel Schweißdrüsen man hat oder auch wie der Körper reagiert. Ich zum Beispiel merke, wenn ich relativ viel Sport treibe, regelmäßig Sport treibe, dass ich tatsächlich früher schwitze, als wenn ich meine Zeit lang nicht so oft Sport treibe. Ich erkläre mir das so, dass mein Körper eher früher merkt, okay, jetzt fängt er an. Also ich schwitze in Summe dann genauso viel,
Aber wenn ich meine Zeit lang weniger Sport getrieben habe, dann schwitze ich erst gar nicht und dann schwitze ich ganz viel. Während ich, wenn ich regelmäßig Sport treibe, schon relativ schnell anfange, ein bisschen zu schwitzen und dann kontinuierlich schwitze. So, und in Summe schwitze ich wahrscheinlich dann, wenn ich eine Stunde Sport mache, identisch viel. Es fühlt sich halt nur ein bisschen anders an. Und da sieht man schon, Schwitzen alleine hat nichts als Aussagekraft, wie fit ich bin. Und es hat auch keine Aussagekraft, ob ich jetzt besonders viel Fett verbrenne oder nicht. Schwitzen ist eher ein Indikator dafür, die Körpertemperatur zu regulieren. Das ist ja auch die Funktion dahinter. Also der Schweiß sorgt dafür, dass die Körpertemperatur in der Norm bleibt. Und wenn es eben jetzt besonders warm ist, dann schwitze ich halt schneller. Aber wenn es besonders warm ist, verbrenne ich nicht automatisch mehr Fett, sondern eher im Gegenteil. Wenn die Außentemperatur warm ist, dann braucht mein Körper nicht so viel Energie aufwenden, um die Körpertemperatur stabil zu halten. Ich verbrenne tatsächlich eher in kälterer Umgebung mehr Fett, weil der Körper mehr Energie benötigt, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Dafür schwitze ich vielleicht auch nicht so schnell in kälterer Umgebung. Und dementsprechend, je mehr man schwitzt, desto mehr Fett verbrennt man. Ist so ein bisschen, ja, Humbug. Wer jetzt gar keinen Sport macht, der verbrennt auch keine Kalorien. Wer zumindest Sport macht und dann anfängt zu schwitzen, ja, der verbrennt natürlich auch Fett. So, also das wäre der einzige Indikator, dass wenn ich mich bewege, dann komme ich vielleicht auch ins Schwitzen und wenn ich mich bewege, dann verbrenne ich Fett. Aber das hat mit dem Schwitzen alleine nichts zu tun. Wenn ich in die Sauna, ich kann nicht in der Sauna das Fett wegschwitzen. Das funktioniert eher wenig. So, Sportmythos Nummer 7: Nur harte Workouts bringen Ergebnisse. Würde ich gleich mal noch mit einem weiteren Mythos kombinieren, nämlich Sportmythos Nummer 8. Je länger das Training, desto besser. Also harte und lange Workouts, die bringen ganz viel. Und am besten muss man auch am nächsten Tag den Muskelkater spüren, sonst bringt es nicht. Und man muss sich auch nach Hause schleppen, sonst bringt es nichts. Da muss man sagen, ein hartes Workout ist auf jeden Fall besser als gar kein Workout. Es kommt aber eher auf, und auch ein langes Workout ist natürlich besser als kein Workout, aber hart und lang vom Workout her ist nicht allein der Indikator dafür, wie die Qualität des Trainings ist. Im Fitnessstudio beobachte ich manchmal Leute, die ungefähr 4 Stunden da sind und die reine Trainingszeit, weil sie eher dazwischen quatschen, ist vielleicht eine halbe Stunde. So, und wenn ich jetzt eine Viertelstunde lang ein hochintensives Intervalltraining, ein HIIT-Training absolviert hätte, wo ich eine gute Qualität habe, wo ich die Übung sauber durchführe, wo ich kurze Pausenzeiten habe, dann trainiere ich sowohl eben die kardiovaskuläre Muskulatur, also das Herz-Kreislauf-System, als auch die Muskulatur an sich. Und dann ist das ein durchaus gutes Ergebnis. Oder Tabata. Es gibt Studien, die eben beweisen, dass ein Tabata-Training mit einem Satz schon viel, viel Ergebnis mitbringt. Und da, also so diese hochintensiven Trainings, diese HIIT-Trainings, diese Intervall-Trainings, die haben sozusagen den besten Kosten-Leistungsfaktor. Da schaffe ich in kurzer Zeit das beste Ergebnis. Und dementsprechend hat alleine die Härte des Workouts oder auch die Länge des Workouts keine Aussage über die Qualität oder auch über die Ergebnisse. Eher im Gegenteil, wenn ich zu hart trainiere und zu stark Muskelkater habe, weil ein Muskelkater entsteht letzten Endes durch ganz kleine Risse in den Muskelfasern, die eben dann erstmal wieder verheilen müssen. Und das kann, wenn ich immer wieder jeden Tag aufs Neue hart trainiere, kann ich ins Übertraining kommen und im schlechtesten Fall kann ich meine Muskulatur so schädigen, dass langfristig ein Training gar nicht möglich ist. Und deshalb trainiert lieber moderat, sodass ihr eine Belastung schon merkt, spürt, fühlt da auch in euren Körper hinein. Wann entsteht der Punkt, wo eine Müdigkeit der Muskulatur entsteht? Das ist ein guter Indikator dafür, dass die Muskulatur belastet war, und trainiert lieber jeden Tag moderat, um auch Spaß und Freude am Training zu empfinden, anstatt jetzt alle 3 Tage richtig doll hart zu trainieren und sich dann 2 Tage nicht bewegen zu können. Das ist wenig zielführend. Denn ich bin lieber ein Freund der kleinen Schritte. Ich sage lieber jeden Tag 10 Minuten die Lieblingsübung machen, und das auf lange Sicht gesehen, das wird auf viele, viele Jahre hinweg ein besseres Ergebnis erzielen, als wenn ich 1-2 Mal die Woche nur richtig doll hart trainiere, lange trainiere, es zeitlich vielleicht gar nicht anders hinbekomme, mich dann 3 Tage lang mit Schmerzen quäle. Das bringt nichts, das macht keinen Spaß und das führt euch auch nicht ans Ziel. Lieber die Kraft der kleinen Schritte, so sehe ich das. So, Sportmythos Nummer 9. Abends Sport zu treiben stört den Schlaf. Da muss man sagen, wenn ihr jetzt unmittelbar vor dem Schlafengehen noch eine richtig intensive Joggingrunde macht oder ein HIIT-Training durchführt, dann aktiviert das natürlich euer Nervensystem.
Und dann könnte es schwer sein, direkt danach in den Schlaf zu fallen. Deshalb zwischen der letzten sportlichen, hochsportlichen Intensität sollten schon 2 Stunden Zeit sein, also wenn ihr ins Fitnessstudio geht oder joggen geht oder eben so ein HIIT-Training macht, bis zum Schlafen gehen sollten ruhig 1,5 bis 2 Stunden nochmal Ruhe sein, damit das Nervensystem sich auch wieder auf Ruhe und Entspannung aktivieren kann. Wenn ihr jetzt abends nochmal eine kleine Runde mit dem Hund Gassi geht oder ein bisschen spazieren geht oder leichte Yoga-Übungen, Dehnungsübungen macht, dann ist das durchaus eher förderlich für den Körper, um in die Entspannung einzuleiten und vielleicht sogar eben mit Entspannungstechniken eher zu arbeiten, um dann leichter und schneller in den Schlaf zu finden. Das ist durchaus hilfreich und eher, wenn ihr hochintensives Training macht, tagsüber das Ganze gestalten und dann seid ihr abends auch müde und fallt vielleicht auch schneller in den Schlaf. Von daher, abends Sport zu treiben stört den Schlaf. Das ist so ein halbwahrer Mythos. Es kommt halt darauf an, was ich für Sport am Abend mache und wie viel Zeit eben tatsächlich zwischen dem eigentlichen Sport und dann dem Schlafen gehen ist. Aber diese körperliche Verausgabung fördert eher dazu, dass ihr in einen tieferen Schlaf fallt, weil ihr auch wirklich den Körper mal beansprucht habt. Und somit kommen wir auch schon zum Sportmythos Nummer 10. Und zwar, ältere Menschen sollten kein Krafttraining machen. Auch das habe ich schon mal gehört im Fitnessstudio-Bereich, dass ältere Leute, die sich vielleicht mal interessiert haben, gesagt haben, ja, also wenn ich Sport treibe, dann setze ich mich bloß ein bisschen aufs Fahrrad, weil so Krafttraining, das ist nicht gut im Alter, das ist nicht gut für die Gelenke, das ist nicht gut für die Knochen. Und das ist genau das Gegenteil der Fall, weil eben fortschreitende Arthritis, Osteoporose und ähnliche Alterserkrankungen, die können gemindert, reduziert oder vielleicht auch langfristig gesehen sogar aufgehalten werden, wenn ich regelmäßig ein Krafttraining betreibe. Und das auch dieser Mythos, naja, wenn ich über 25 bin, dann kann ich keine Muskeln mehr aufbauen, das stimmt nur so halb. Natürlich kann ein 25-Jähriger nochmal anders oder ein 20-Jähriger anders Muskeln aufbauen als ein 75-Jähriger. Ich habe aber Menschen, ich glaube, die älteste Teilnehmerin, die sich bei mir mal im Fitnessstudio angemeldet hat, die war 92 und bei ihr selbst hat man gesehen, dass sich die Haltung verbessert hat, dass sich die Mobilität verbessert hat, einfach durch ein Training. Es wird auch dann kein Hulk mehr entstehen, aber es hilft trotzdem. Ich bin einfach in den Abläufen, in der Motorik viel feinfühliger und insbesondere im Sinne der Sturzprävention ist ein regelmäßiges Training, auch ein Krafttraining, von entscheidender Bedeutung, dass ich eben keine Ermüdungsbrüche und ähnliches bekomme. Da hilft ein Krafttraining, egal in welchem Alter. Man sollte halt dann das Training nur professionell begleiten lassen, darauf achten, dass eine korrekte technische Ausführung vollzogen wird und dass eben auch die Gewichtsbestimmung, also die Trainingsgewichte, passend zum Trainingszustand sind und nicht falscher Ehrgeiz, dass vielleicht der oder diejenige, eher Männer sind davon betroffen, dass man so im Kopf hat, was man für Gewichte gestemmt hat, als man noch 30 war und das dann halt nach 40 Jahren Trainingsabstinenz jetzt wieder aufholen möchte. Das ist völlig selbstverständlich, da kommt das Ego durch, aber da gilt es eben durchaus auf den Trainer zu hören und dann ist es tatsächlich so, dass auch ältere Menschen von einem Krafttraining durchaus profitieren und es eher betreiben sollten und betreiben müssen. So, da waren jetzt insgesamt 10 Sportmythen dabei, vielleicht auch was für dich. Wie stehst du zu den verschiedenen Sportmythen? Schreib es gerne in den Kommentaren oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Falls dir diese Informationen geholfen haben, dann freue ich mich auch gerne über ein Newsletter-Abonnement. Da einfach unter bgmpodcast.de/newsletter einmal eintragen und dann erhältst du jede Woche die aktuellsten Neuigkeiten, Tipps und Trends rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement. Diese Sportmythen kannst du gerne auch an deine Kolleginnen und Kollegen weiterleiten und dann hören und sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.